Hallihallo, Hallöle. Es ist Dienstag. Ich ziehe den Mittwochsfilm von morgen auf heute vor und ich ziehe den Freitagsfilm auf Donnerstagabend vor. Nur, dass ihr das schon mal wisst, weil ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. Dann morgen, am Mittwoch, ich habe ja Stress, habe ich ja dieses Webinar und da kommen diese Werte dran. Kriege ich das größer hin? Nö. Das sind die habe ich mir ausgesucht. Die wurden häufig gefragt. Adidas, Allianz, BioNTech, Deutsche Bank, Post und Telekom, die E.ON, die Evotec, die LVMH, Manz. War ich erstaunt. Das haben einige gewünscht. Thyssen und die TUI. Das kommt morgen dran. Dann, weil ich das nicht schaffen werde, alle Werte zu machen. Hier habe ich die Liste. Ich setze mich über Ostern hin. Also das kriege ich hin. Also so viel Zeit wird das nicht in Anspruch nehmen. Und mache über diese ganzen Werte, die wurden sich auch sehr verstärkt gewünscht, mache ich wahrscheinlich, das sind 30 Stück, ich schätze mal 4 Filme, 5 Filme, ich weiß es nicht. Ich schreibe aber in dem Film unten drunter, welche Aktien da mit drin sind. Wahrscheinlich mache ich so zwei amerikanische und zwei deutsche Filme oder zwei nicht amerikanische Filme. Ach, guck mal, hier ist ASML sogar schon doppelt. Ach, dann sind es ja nur 29. Also auf jeden Fall, da mache ich Filme darüber und die kommen dann rein. Weiß nicht, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, ich weiß es noch nicht genau. Kann ich nicht sagen, nur dass ihr das wisst. Also ich vergesse euch dann nicht. Dann noch was, weil ich habe heute Vormittag eine Bewertung von diesem Scalable Capital. Obwohl ich es gesagt habe, hat gleich einer gefragt, ob das gesponsert wurde, der Film. Nein, wurde er nicht. Ich bekomme dafür keinen Cent für diesen Film. Das ist meine höchst eigene private Meinung. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Schaut euch den Film an. Ihr habt vielleicht auch andere Broker, wo ihr mit zufrieden seid. Ich will dir niemand missionieren oder zwingen, sein Konto zu ändern. Aber ich bekomme für den Film nichts. Was ich bekomme, ist, wenn einer von euch auf den Link klickt, dann bekomme ich ein bisschen was. Aber ganz ehrlich, das reicht noch nicht mal für eine Flasche Absinth. Ich finde es einfach grandios. Also ich komme damit hervorragend klar. So, jetzt sind wir beim DAX. Also das ist der Tageschart. Und die Scheine, die ich nachher nenne, die gelten auch nur bis Donnerstag, will ich gleich dazu sagen. Das ist der Tageschart, sprich eine Kerze, na komm rüber, eine Kerze, ein Tag. So im Nachhinein gesehen hat er ein paar Sachen ganz toll gemacht. Er hat das Gap geschlossen, das hier vom 15.03. bei 13.917. Auch leicht überboten, das darf er. Ja, das hält nie genau hier. Oder vielmehr da. Dann ist er unter, oder er ist erstmal auf 4, was war das nochmal? Das war das 38er von dieser Bewegung, das 38er FIBO-Level. Ich hatte das am Freitag beim Film gesagt und damals war auch noch das untere Bollinger Band war auch noch hier unten. Also das haben wir alles abgearbeitet und er ist aus dem Band raus, ins Band rein, dreht gleichzeitig hier unten. Und hier im MACD ist er noch neutral. Also das hat er heute spitzenmäßig gemacht. Im Moment hier, wir haben, was haben wir denn, 17:37 Uhr, handelt der DAX bei 14.114. Das hat er super gemacht. Jetzt wurde ich gebeten, doch vielleicht ab und zu mal was zum Daytrading zu sagen. Und mach ich doch gerne, das ist hier der 4-Stunden-Chart. Diese Kerze fängt um 8 Uhr an und geht bis 12 Uhr. Von der Technik habe ich nichts. Gar nichts, weder im MACD noch im Stochast in der Stochastik. Aber wir haben hier so eine, es ist noch kein Hammer. Es ist auch kein Umbrella-Doji. Das ist irgend so ein Zwischending. Aber ich schaue gerne auch auf die 4-Stunden-Bänder. Gucke ich gerne drauf. Und wir waren auch hier außerhalb des Bandes, ja, hier Gap geschlossen und so weiter, und schließen wieder drin. Das ist positiv. Dann geht er bis zum 20er gleitenden Durchschnitt. Jetzt mache ich gerade die Geschichte mit dem Daytrading fertig. Oder andersrum, naja, ich kann es auch so machen. Von hier ist nichts. Was ich machen kann, ist, ich kann von diesem Hoch, was wir da hatten, neulich, kann ich eine Linie ziehen. Wird bestimmt gleich der eine oder andere meckern. Oh, der ist doch hier durchgegangen. Ja, aber hat er drunter geschlossen. Deswegen finde ich das in Ordnung. Das waren Shootingstar, also sowieso eine eigene Bewandtnis. Gehen wir mal kurz auf die Stunde. Und so. In der Stunde hat er noch ein viel schöneres Signal gebracht. Das ist ein Umbrella Doji. Eingangskurs, quasi Ausgangskurs von der einen Stunde. Und das war, die fing um 9 Uhr an. War hier noch nichts zu sehen. Aber jetzt müsst ihr mal diese Linie hier verfolgen, die jetzt hier, mache ich das richtig? Ja, genau. Die jetzt hier unten geht. Hier fing das langsam an zu drehen.
Die Stundenstochastik finde ich super klasse, weil wenn ich eine 4-Stunden-Kerze habe, geht die von 8 bis 12. Dann bin ich zum Nichtstun, verdammt. Das will ich ja nicht. Deswegen breche ich dann die Zeiteinheiten runter. Was ich dann sehr gerne mache, ich gehe auf 15 oder 10 Minuten. Jetzt zeige ich euch das hier in 15 Minuten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal gehalten im Bereich 13,899. 13,899. Und gleichzeitig dreht das Ding hier hoch. Und gleichzeitig lang, kurz, kurz. Das ist alles positiv. Im Chat habe ich geschrieben, ich denke, dass die 14.917 gesehen wird. Und dann nach eben diesen dreimal, die 13.900, die scheint zu halten. Was ich jetzt gemacht habe, ich bin hier runter und habe einen 13.800er Schein genommen. Habe das auch beschrieben, habe gesagt, das hat einen 72er Hebel. Ja, Hebel soll euch keine Angst machen. Weil, was hätte ich gemacht? Ich habe sie hier gekauft, da stand da 1,44. Das war so irgendwie so bei 13.905 ungefähr. Und ja, das ist ein 72er Hebel gewesen. Aber ich hätte das hier minus 50 Punkte, hätte ich das Ding gestoppt. Minus 30 Punkte hätte ich das Ding gestoppt. Hier so bei 13.860 ungefähr. Weil dann hilft diese Unterstützung hier nicht mehr. Ich habe das dann hier hochgehalten und aus dem Schein wurden von 1,44 3 Euro. Könnt ihr nachlesen im Chat, ist bewiesen. Und ich habe das dann verkauft, weil ich musste dann wieder zum Arzt. Ich bin auch nächste Woche viel beim Arzt. Ich habe das hier nicht mitgemacht. Klar, gucke ich da drauf, was, wo ist der, wie, 100 Punkte höher, spinnt er jetzt und das ohne mich, aber das macht er sowieso immer ohne mich. Aber da darf man sich nicht ärgern. Die Option hat sich ein bisschen mehr als verdoppelt. Das ist Weltklasse, das habe ich auch nicht jeden Tag. Also mich freut es total und ich traue dem Ding hier nicht hinterher. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Tag, um das hier fertig zu machen. Also ich finde, der hat das ganz hervorragend gemacht hier. Hier liegt er gut. Hier ist er völlig neutral. Außenband raus, ins Band rein. Gefällt mir. Wir haben jetzt hier diesen Trend. Den werde ich gleich nochmal genauer auf die Lupe nehmen. Aber wir sind innerhalb des Bandes. Die Bänder, schaut euch das mal an. Achso, und wir sind innerhalb von diesem Kästchen hier wieder. Da war nämlich 14.099 war der Tiefpunkt, kam von hier. Sind wir auch wieder reingesprungen, ist auch gut. Ja, also darf man nicht meckern, der hat heute ordentlich mal Gas gegeben. Erst nach unten, dann nach oben. Also das ist schon, war ein angenehmer Tag soweit. Von daher sieht das hier eigentlich grundsätzlich ganz gut aus. Die Bänder sind super eng. 14.032 bis, was ist das hier, 14.701. Ja, das ist nicht viel. Ich glaube, am Wochenende waren es noch 900 Punkte. Jetzt zur 4-Stunden Zeiteinheit zurück. Ist kein frisches Signal mehr, aber positiv ist gar kein Signal. Hier auch Außenband raus und wieder rein an dem 20er gleitenden Durchschnitt. Dieser Trend, der steht im Weg. Der ist bei 14.203. Gut, dann ist er halt da. Muss man halt mal gucken. Das eigentliche Signal kommt hier, 14.323. Das ist dieses Zwischenhoch, was wir hatten am 8.4. Von der Stunde her gilt er sogar schon leicht als hoch. Klar, der ist jetzt hier von 13.000, ich runde leicht, 900 hochgelaufen bis zu 14.180. Das ist in diesem Zeitraum, das ist schon mal ein Wort. Ja? Aber ich habe hier kein Verkaufssignal, nichts dergleichen. Auch hier gilt dieser Trend. Ja, 14.200, da muss man halt mal ein bisschen gucken, was er dann da macht. Aber ich finde, der hat sich heute hervorragend geschlagen. Die Inflation im Amiland, die ist auch nochmal höher gegangen, war aber insgesamt tiefer als erwartet, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich finde, der sieht gut aus. Und deswegen habe ich diese Scheine hier ausgesucht. Zum einen Call 13.500, der ist ja gar nicht drauf. Ja. 13.515 ist die GK21YR. Da müssten wir sein, jetzt mal so ganz grob im Kopf gerechnet, bei so einem 21er Hebel sowas. Das ist der Call und der Put ist die GK2ZAJ 14.614. Da sind wir hier oben, außerhalb von dieser Box. 14.614, GK2ZAJ, das ist der Put. Also für die nächsten zwei Tage gelten diese Scheine und da muss ich am Donnerstag mal neu überlegen. Also würde mich freuen, wenn ihr morgen auf das Webinar, wenn ihr da kommt. Hier sind nochmal die ersten Aktien und hier haue ich nochmal die
zweiten rein, dass ihr das nochmal seht. Müsst ihr mal kurz einen Film anhalten oder macht euch einen Screenshot. Hierüber mache ich Filme, allerdings ohne Scheine. Und ich mache auch morgen keine Scheine. Und das hier sind die Aktien für morgen. Hey, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Alles Gute, bye bye.